Jetzt im März beginnt für die Krähen die Zeit, sich um den Nestbau zu kümmern. Das Nest ist aus dem vorigen Jahr und muss nur noch ausgebessert werden. Ich werde jetzt einmal einige der Reviere besuchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich dorthin begleiten. Hier am Schnittpunkt Saarlandstraße-Hellbruckstraße hat ein Pärchen, das ich schon sehr lange kenne, sein Gelege. Sobald sie mich sehen, kommen sie auch schon angeflogen. Der Rundumblick ist Pflicht, um rechtzeitig Feinde zu entdecken. Noch einmal eine Mahnung abgesendet, um kundzutun, dass dieses Revier ständig unter Bewachung steht. Der Blick zu mir aber ist ein etwas freundlicherer. Der Möwe schenkt man nur kurze Aufmerksamkeit, kein ernstzunehmender Gegner. Den Habicht aber sollte man im Auge behalten. Jede Gelegenheit auf freie Sicht wird wahrgenommen. Und die Gelegenheit, Futter einzusammeln, natürlich auch. Ein Flachdach in der Nähe bietet genügend Platz, das Futter zu verstecken. Krähen in der Stadt dürfen nicht lärmempfindlich oder schreckhaft sein. Mit Übersicht und Geschick lavieren sie sich durch den Verkehr. Zur Unterbrechung der Tagesroutine folgen Sie mir gerne noch ein kleines Stück in die Saarlandstraße.
Der nächste Anlaufpunkt ist der Alsterkanal. Ich bin nicht lange unbemerkt. Bei diesem Pärchen befindet sich noch ein Jungtier des letzten Jahres, das ich hätte längst ein eigenes Revier suchen sollen. Und um uns herum Lärm, Lärm, Lärm. Der Mensch, der das gut findet, muss krank sein. Und der das nicht gut findet, wird krank. Na, setzen wir uns erst einmal auf eine ruhige Bank, kann man ja nicht sagen. Die Vögel selbst nehmen den Lärm gelassener. Wissen sie doch, dass an lauten Plätzen, wie etwa Flugplätzen, weniger Feinde zu erwarten sind. Mir aber bleibt nur der Schieberegler des Schneideprogramms, um die Lautstärke erträglich zu machen. Das Futter nahe dem Vorderrad eines Autos zu verstecken, wird nicht als Gefahr gesehen. Ein kurzer Pfiff und schon wird der bevorzugte Platz auf dem Schild eingenommen. Platz ist genug, auch für den Gatten. Und hier zupft, ganz so wie bei uns, Frau Krähe dem Gatten die Fusseln vom Revier. Im Hintergrund ist gerade das Junge vom letzten Jahr gelandet. Dieses nimmt immer noch penetrant Mutters Fürsorge in Anspruch. Und wehe, sie legt ihre Beute ab. Das Junge greift ungeniert zu. In Anbetracht des zu erwartenden Nachwuchses stört sich der Alte sehr an der Anwesenheit des Jungvogels. Doch dieser zeigt ihm ständig eine lange Nase. Das ganze Gemecker der Alten scheint nur wenig zu fruchten. Ein paar hundert Schritte weiter kommen wir schließlich in Mackys Revier. Pfeifen wir ihn doch mal heran. An dem Publikum, das hier in angeregter Unterhaltung defiliert, stört dich Mackie nur wenig. Das ist immer toll, wenn die so angewackelt kommt. Mittlerweile ist auch das Weibchen, von mir Lotte genannt, vorbeigekommen. Sie verlässt das Gelege, das sich in einem der fördergründigen Bäume befindet, nur selten.
Sie zeigt sich dann meistens sehr ausgehungert. Das Nistgeschäft ist keine leichte Aufgabe. Muss das Glas rausholen. Mackie hält meinen Fahrradkorb für einen Selbstbedienungsladen und bedient sich folglich auch ungeniert. Ein Stück Käse ist immer noch der beste Snack. Nehmen wir uns doch einmal die Zeit, um zu schauen, wie akribisch die Beute versteckt wird. Das Weißeln des Zaunes aber ist eine Serviceleistung. Ohne wie etwa Graffiti über den nächsten Regen hinaus haften zu bleiben. Manch einer mag glauben, die Krähen und auch ich wären unentwegt am Futtern. Aber man muss bedenken, dass dieser Film nicht an einem Tag entstanden ist. Und wie man sieht, muss Mackie ab und an auch mal das Feld bestellen. Der Deckel lässt sich tatsächlich nur mit einer gezielten Drehbewegung öffnen. Kein Hund würde je dieses Glas öffnen können. Auch das Geäst eines Baumes bietet gute Möglichkeiten, etwas zu verstecken. Na, hoffentlich hat keiner mein Versteck gesehen.
Hi. Diese große Mantelmöwe hat in der Brühe, wem wundert's, einen toten Fisch entdeckt. Maggie aber auch. Nun sind sie beide scharf drauf. In der Folge sind sie beide sich nicht grün. Immer wieder kommt Maggie mit Mantelmöwen in Konflikt, die ihm frech seine Beute abspinzig machen. So, das wäre erledigt. Hier an dieser Stelle gibt es nur eine Konkurrentin, Lotte, sein Weibchen. Gemeinsam aus einer Schüssel fressen gibt es hier nicht. Hier frisst nur er. Das Männchen ist hier so dominant, dass sie nur an das Futter kann, wenn er verduftet ist. Es gibt hier allerdings auch eine Konkurrenz, die den Luftraum streitig macht. Aber einen alten Hasen wie Maggie ficht das kaum an. Nee, Maggie, ist gut. Bleib mal so. Gleich meckert er. Ja, Maggie, pass gut auf. Pass gut auf, mein Digga. Fein, sagst du da. Mittlerweile lässt Maggie die Drohne auf etwa 1,50 Meter an sich heran. Die Kamera selbst ist kein Problem. Die kennt er schon seit Jahren. Hat die Krähe erst erkannt, dass von einem Objekt keine Gefahr ausgeht, kommt sogar Neugierde ins Spiel.
Na, wollen wir die mal anlocken? Der Zaun ist tatsächlich die Grenze zum nächsten Revier, aber das ficht Maggie überhaupt nicht an. Auch hier geht er räubern. Der Revierinhaber selbst sitzt am Rand des Bildes. Er bläht sich auf, wagt sich aber nicht heran, da Maggie ihm überlegen ist. Bei unklarer Lage kommt es meist nicht zu Angriffen. Man schiebt sich einfach nur gegenseitig weg. Der Revierinhaber gibt sich dadurch zu erkennen, dass er sich stärker aufbläht als der Konkurrent. Im Frühjahr, zur Zeit der Aufnahmen, war das Nest noch sehr gut zu erkennen. Im Sommer ahnt niemand, der es nicht weiß, wo es ist. Das erweckt natürlich gleich den Neid von Maggie. Manchmal aber kann es schon hart zur Sache gehen. Kein Streit. Jetzt greift auch sie mit ins Geschehen ein. Und Maggie startet einen Gegenangriff. Eigentlich geht hier alles recht zivilisiert zu. Ich habe schon Federn fliegen sehen.
So, nun haben wir abgeräumt. Jetzt suchen wir das Weite. Und der Hausherr kann in Ruhe speisen. Während Maggie lenkt in der Sonne schild.